Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fauna Marine TV. Bei mir ist der Claude, ich bin der Robert. Wir begrüßen euch und freuen uns, dass ihr so zahlreich mittlerweile zuschaut. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr zum Schluss mal aufs Abonnieren klickt, weil da macht uns das Ganze noch mehr Spaß. Heute geht es um den Wassertest von Fauna Marine. Und zwar, Claude hat vor ein paar Monaten eine Bedienungsanleitung dazu gemacht. Und heute geht es mal ein bisschen um die Erklärung zu der Auswertung, die er bekommt. Weil da gibt es manchmal ein paar Missverständnisse oder Fehlinterpretationen. Und da wollten wir euch was zu machen. Ich übergebe an Claude. Bitte schön. Hallo Jungs. Also heute geht es um mal etwas Tieferes. Jetzt nicht nur um eine Vorstellung rein von einem Test. Ich habe mir auch ein ganz bestimmtes Thema rausgesucht und das wäre jetzt in dem Fall Aluminium. Und da das ja eigentlich im Großen und Ganzen bei allen Tests, die man so kaufen kann, immer wieder auch die Frage in allen Facebook-Gruppen und Foren ist, ups, ich habe Aluminium im Becken, was soll ich tun? Und viele Kunden, die mich kennen, die wissen schon, dass dann bei mir so eine Frage kommt, ob er denn wirklich Aluminium im Becken hat, weil ich finde das immer total lustig. Es gibt immer gleich so diese Vorstellung, ich habe da so ein Stückchen Alublech im Becken liegen und das vergiftet mir jetzt alles. Die Messung von Aluminium bei ICPs ist eine relativ einfache. Man hat meistens sehr hohe Werte und diese Werte an sich sind auch immer relativ gut und einfach zu finden. Also das stellt jetzt keine Analytik groß auf die Probe. Das heißt, wir haben also tatsächlich einen Messwert und der bedeutet Aluminium. Manche Messungen, was man ja schon festgestellt hat, messen ja aber auch Natrium. So, und ist auch wieder Metall. Und das haben wir ja in richtig großen Mengen drin, also teilweise bis zu 20 Gramm pro Liter. Was also lustig ist, wenn man 1000 Liter Becken hat, kannst du selber ausrechnen, haben wir richtig viel Natrium in dem Becken drin. Die Frage, die man halt dann immer stellen muss, ist, habe ich jetzt wirklich Natrium drin? Also wer jetzt nicht gerade Mumps hatte oder krank war während der Schulzeit, der hat mit Sicherheit im Chemieunterricht mal diese, oder Physik, glaube ich, Chemie war es, diesen netten kleinen Versuch gehabt, in dem der Lehrer so ein Stückchen Metall ins Wasser geworfen hat. Und das hat dann gleich so einen schönen Schlag getan. Das war Natrium. Wenn du dir halt vorstellst, 1000 Liter Becken, schmeißen wir mal 2 Kilo Natrium mal einfach mal rein. So als Block, als Stück. Also ich würde echt schnell aus dem Haus rennen. Das geht nicht gut. So. Was wir machen bei einer ICP-Messung ist eine Elementanalytik. Das heißt, dieses Gerät zeigt mir einfach nur Elemente. Das heißt aber nicht, dass ich Natrium an sich drin habe, genauso wenig wie ich Aluminium an sich drin habe. Das kann sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Sondern was wir messen, sind Salze und Verbindungen. Und das Wasser hat eine so hohe Lösekraft, dass es die trennt. So wie wir halt Natrium gegen das Chlor haben. Wir haben ja kein Chlor und wir haben kein Natrium. Wir haben Natriumchloride, also haben wir Kochsalz. Und das ist in der Reaktion eben harmlos. Wenn wir also Aluminiummessungen finden da drin, dann haben wir das Element Aluminium gemessen. Und sehr häufig kommt das überhaupt gar nicht jetzt durch Aluminium in dem Sinne, dass man da was runtertropft oder ich da ein Problem mit habe, sondern schlichtweg und einfach durch Aluminiumverbindungen. Und eins der bekanntesten, die wir dafür nutzen, das ist zum Beispiel schlichtweg und einfach das Zeolit. Ist eine Idee, warum? Na, es bindet halt viel an sich, ne? Nee. Doch. Die Frage ist, was gibt es ab? Ach so, ja, Aluminium. Ja, und zwar schlichtweg einfach deswegen, weil Zeolithe, auch wie Bentonit, was man zum Beispiel beim Futter verwendet, um eine gute Bindung zu machen, also wenn man das Futter richtig macht, da hat man dann einfach zum Beispiel die Situation, es ist ein Aluminiumsilikat als Element zu sehen. Das hat mit Aluminium erstmal so wenig zu tun wie Natrium mit dem Natriumchlorid. Nur, der feine Abrieb, der da drauf ist, der ist so fein und so klein, dass er selbst auch oft durch die Spritzenfilter mit durchgeht, nämlich öfters mal kleiner wie 0,5 oder 0,2 Mikron, und damit misst die ICP das mit. Und dabei sind es nur die Partikel, zum Beispiel von einem Zeolithfilter oder von Bentonite, die in Wasseraufbereitungsmittel drin sind oder zum Beispiel Futtermittel. Das heißt, diese 20 oder 30 Mikrogramm, was ja immerhin auch, man muss ja auch mal sagen, es sind Millionstel Gramm, die haben überhaupt gar keine Wirkung dann aufs System. Und das ist sehr wichtig, dass wenn man eine Analytik bekommt, dass man dann diese Unterschiede dann auch kennt. Wenn man einen Aluminiumadsorber einsetzt, dann hat man ein anderes Aluminium drin, wie wenn man ein Zeolit einsetzt. Zusammenfassend, aus der Praxis heraus gesehen, sollte man sich von einem
Ausschlag bei Aluminium da nicht unbedingt verrückt machen lassen, solange sein Becken gut steht. Kann man das so auch ein bisschen interpretieren? Das kann man auf jeden Fall so interpretieren. Auf jeden Fall würde ich immer ganz gezielt eben um nachfragen. Ganz klar dahin gehen und fragen, okay, woher kommt das, der hohe Wert jetzt? Also wenn er mal stark über das Level drüber rausgeht, dann kann es natürlich schon sein, dass ich dann Aluminiumadsorber sehr stark habe. Wird ja auch immer wieder empfohlen, mal zu wechseln aus diesen Gründen, um immer wieder unterschiedliche Sachen wegzubinden. Dann sieht man schon, dass man da über einen bestimmten Level drüber rausgeht. Das sollte man vermeiden, das ist kein Thema. Aber was ich damit ausdrücken will, diese Richtung, wir gehen auf Meerwasserniveau, die ist für unsere Verhältnisse völliger Blödsinn, weil wir haben schlichtweg kein natürliches Meerwasser. Wir können natürlich Meerwasser auch nicht nachproduzieren, das geht technisch nicht. Ich weiß, dass das immer wieder behauptet wird, aber es ist einfach völliger Blödsinn. Und dazu kommt halt, dass wir ein geschlossenes System haben mit unheimlich vielen Einträgen, Futtermaterialien, Filtermaterialien. Und dort haben wir ganz andere Werte, zum Teil auch bis 10, 100.000-fach mehr an verschiedenen Elementen, Chemikalien, Verbindungen, Zusatzstoffe drin, wie es das natürliche Meerwasser an sich hat. Und daher immer aquariengerecht interpretieren und nicht jetzt einfach nur mit einem Naturwert vergleichen. Das ist eigentlich so die Aussage dazu heute. Genau. Wenn sonst Fragen sind, Frau Marin, steht natürlich für euch immer auch parat, wenn sowas ist. Und ja, wir sagen, bis zum nächsten Mal. Denkt ans Abonnieren, würde uns sehr freuen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss, Robert und Claude. Schönen Tag noch.